Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Ich zahl dir, was wir abgemacht hatten. Kein Annie mehr. Für den Betrag leih ich dir mein Werkzeug und du machst es selbst. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Ich muss erst überlegen. Und? Und dein Gelaber ist nicht hilfreich. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Der Kompressor immer weiter. Gib einen Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Ich hab's dir gesagt. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich sag doch, machbar. Bestenfalls mittelmäßig. Keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig... Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Hey Mike. Wusste nicht, dass du Kundschaft hast. Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee.
Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones, hast sicher schon von mir gehört. Hab im letzten Krieg gedient, Spezialeinheit, Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Wenn du ein Problem hast, höre ich's mir gern an. Ich sag dir, was mein Problem ist. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal. Wo ist dein Clan? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hat er gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Kein Ärger geht ganz einfach. Zieh ab und fahr weiter. Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy, schön deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen.
Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist im Arsch, die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Das war's gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin V. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Gabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Ensia. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend.
Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Laden wir sie ins Auto. A huevo. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. Ja. Das Schwergewicht. Also, wieder los. Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Hör mal, Chum. Wir sind beide Profis, oder? Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Naja, vielleicht ein bisschen. Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Die scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist? Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Ha, als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen.
Wow, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Entspann dich. Das gehört dazu. Alles Teil des Plans. Okay, du weißt, was du tust. Schon klar. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja. Fast vergessen. Klar. Vergessen, hm? Ich lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verpissen müssen. Mach das. Hände auf den Kopf! Auf den Boden, sofort! Ich sag's nicht nochmal! Was hab ich? Lass ihn in Ruhe! Auf den Boden! Hinlegen, sofort! Begeben Sie sich unverzüglich zur Zollstelle! Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Bitte in Zimmer 2 melden. Zimmer 2. Setz dich. Papiere. Ist das Routine? Möglich. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles? Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Kein Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Was ist da drin passiert? Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Ihr
hier transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole, sofort anhalten. Scheiße. Können wir nicht bleiben. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Scheiße. Die hätten uns fast erwischt. Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen. Ohne Probleme! Wenn du denkst, das war meine Schuld, dann hab wenigstens die Eier und sag's. Weiß nicht. War's deine Schuld? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzbissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Ich könnte dich dasselbe fragen. Willst du weiter rumheulen oder wickeln wir das jetzt ab? Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Du hast mich reingelegt. Tut mir echt leid, gegen den Ehrenkodex von Schmugglern verstoßen zu haben. Vamos, werfen wir einen Blick in die Box. Sesam, öffne. Glaub nicht, dass der Empfänger sich freut, wenn das Paket geöffnet ist. Bringt normalerweise Ärger. Scheiß auf den Empfänger. Manchmal muss man für sich selbst arbeiten. Ohne Kommission und Mittelmann. Und ich muss wissen, was ich anzubieten habe, wenn ich einen neuen Käufer finden will. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames, ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Meinst du, du kannst ihn zu Geld machen?
Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner, halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade, wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Hab keine Pläne. Die letzten Jahre bin ich mit meinem Clan zwischen den Staaten hin und her gereist. Die warten sicher schon auf dich, hm? Nein, wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Muss hart sein, keinen zu haben, der auf einen wartet. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon, zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Weißt du was, Jackie? Du bist auch ganz okay. Ah, das meinst du doch nicht wirklich, Mano. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen.
Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Felix. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Trainingsmodul. Lernen Sie heute, wie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Komm schon, du kannst das. Hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Stil vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Okay.
Jetzt, zünde die Granate. Schalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Das ist gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Jetzt nochmal dasselbe. Aber mit Kamera. Weh, du bist kein Militech-Rekrut mit Brei im Hirn. Beweg dich! Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Oh!
Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Mehr, was du gelernt hast. Das ist echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Viel Glück, Vee. Und? Nicht schlecht, ne? Jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug. Hier lang.